Als Strafe für dein Schummeln habe ich im nächsten Test mehrere Aperture Science Geschütztürme installiert. Du hast mir leider keine andere Wahl gelassen. Es tut mir sehr leid. Diese Tests werden immer tödlicher. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu LEGO Dimensions. Wir machen jetzt weiter. Und wir sind immer noch hier in dem Portal-Abschnitt. Und ihr hört schon. Die gute GLaDOS. Was ist denn jetzt los? Zack. Die gute GLaDOS hat schon ein bisschen was vorbereitet für uns. Na, muss ich das jetzt hier erstmal was suchen? Mal gucken. Ah, hier ist es doch direkt schon. Tja. Was war das? Etwa ein weiteres nicht autorisiertes Testsubjekt? Wie soll ich den Test mit so vielen Variablen durchführen? Ja, dann musst du sie besser berechnen, würde ich mal behaupten, oder? Au, 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 au! Okay. Ja. Bin ja schon weg. Wir müssen nämlich jetzt das Ding nochmal wechseln. Ne, zack. So. Da müssen wir wieder unsere Größe anpassen. Das ist... Nee, den Spruch bringe ich jetzt nicht. Oh nein, wo bist du bloß hin? Ich kann dich nirgends sehen. Wie konntest du nur entkommen? Du bist dir der Zoom-Funktion der Kameras schon bewusst, oder? Bin ich das? Vielleicht. Vielleicht bin ich das. Tschüss, Geschütztürme. Also ich erwarte ja auf jeden Fall mindestens am Ende von Portal hier, dem Portal-Abschnitt, einen schönen Portal-Song, wa? Wenn es keinen Portal-Song gibt, dann bin ich enttäuscht. Stationiere außerordentlich tödlichen Mega-Geschützturm-Prototypen in 3, 2, 1. Oh shit! Das ist natürlich jetzt schon. Das ist natürlich jetzt schon eine Ansage. Komm, Gandalf. Shit. Ich dachte, ich könnte den... irgendwie über den Abgrund werfen, aber das geht leider nicht. Ah, okay. Computergestützte Enrichment Center von Aperture Science gratuliert zu einer weiteren großartigen Leistung. Toll gemacht. Dankeschön. Gut, dass ich Sheldon bin und den Sarkasmus nicht heraushöre. Diese Testkammer ist unmöglich. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja, dann wollen wir mal sehen, so, weißt du, das ist, nix ist unmöglich, Sorbus. So, gehen wir erstmal das jetzt hier an und suchen das Ding erstmal wieder. Mal gucken, wo das ist. Vielleicht,
Aber warte mal, wenn es die... Ja, ich wollte gerade sagen, wenn es die Auswahl gibt, dann muss es das hier auch geben irgendwo. So, machen wir das doch einfach mal als erstes. Das ist ja das Einfachste eigentlich. So, was kommt jetzt da raus? Oh, shit. Doc Brown. Nice. Oh, du hast es repariert. Wundervoll. Als ich sagte, dass es unmöglich sei, war das ein Scherz. Teil des Tests. Du hast nicht einfach aufgegeben. Du hast weitergemacht, obwohl du wusstest, dass es sinnlos ist. Sinnlos wie du. Alter, was hast du gesagt? Was hat er einfach. Was fällt dem ein? Was fällt der Alten ein? So, watch this out, man. Watch this out jetzt. Aufgepasst. Moment mal. So, dann so. Alter, perfektes Timing sogar. Ich bin der weltbeste Spieler der ganzen Welt. Denn ich bin der weltbeste Weltmeister. Spaß. So, okay, das hätten wir dann auch erledigt. Lass mich raten. Wahrscheinlich einfach nur jetzt das auswählen und dann jeweils. Okay, alles klar, ich dachte schon. Ich dachte schon. Bleib da, bleib da. Gandalf. So. Jetzt müsste es losgehen. Wait a moment. Jetzt geht's los. Zack. Zack. Nice. Nice. Echt cool, ey. Das ist schön angepasst, muss man sagen. Jetzt für. Klopfst du dir sicher selbst auf die Schulter. Testsubjekt, hier Namen einfügen, muss der ganze Stolz von hier Namen des Vaters einfügen sein. Was habt ihr gesagt über meinen Vater? Für den nächsten Test wurde der Raum mit Wärmeleitstrahlen ausgestattet. Zum Schutz der Gesundheit soll der Kontakt mit den Lasern angeblich vermieden werden. Die Abteilung für Gesundheitsschutz ist allerdings geschlossen. Deshalb ignorieren wir solche Hinweise. Okay. Was ich sagen wollte, das ist echt schön angepasst hier an das Lego-Ding. Auch natürlich nicht so schwer gehalten, ist ja klar. Das spielen ja auch Kids, die sind nicht so schlau wie ich es bin. So, da ist natürlich was anderes, so, weißt du, wenn du, wie gesagt, natürlich jetzt nicht so schlau bist, so wie ich es bin. Nein, Spaß. Nee, ist aber echt schön angepasst, muss ich sagen. Richtig schön gemacht. Weg da, Jungs. Au, au, au! Ich baller mich selbst kaputt. Ich bin so dumm. Oh, oh, da vorne. Komm, 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 komm. Ja, und wie gesagt, ey, ich hoffe, dass dass bald mal Portal 3 angekündigt wird. Simpsons. Der Film. Das war nicht Teil des Tests. Die Testumgebung wurde beschädigt. Als Wiedergutmachung wirst du 9999 zusätzliche Tage mit Tests verbringen. Ich hoffe, du hast dir einen Imbiss mitgebracht. Ja. Zwar hatte beim letzten Video jemand in die Kommentare geschrieben, Portal 3 ist für nächstes Jahr angekündigt. Da denke ich mir, oh krass, muss ein Insider sein, das wissen nicht mal die Großen. Aber anscheinend weißt du es, also da ist nichts angekündigt. Wie die Laser darüber sprachen, wie toll sie dich finden. Ihr solltet euch wirklich mal treffen.
Genauso wenig wie ein Half-Life 3 obwohl ist es eigentlich ist es ja angekündigt, glaube ich, Half-Life 3. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber es kommt halt einfach nicht, genauso wie ein Left 4 Dead 3, ey. Left 4 Dead, Alter. Boah. Hätte ich so Bock drauf, Mann. Ach guck mal, als großer macht mir das gar nichts aus, kann das sein? Doch. Ich dachte schon kurzzeitig. Weg hier! Gut. Moment. Jetzt wieder wechseln. Das ist die Frage jetzt. Das ist die Frage. Moment mal. Ja, ey, ich komme da gar nicht mehr weg. Du kommst da kurz einmal ins Schussding rein. Nein, die Steine brauche ich auch nicht wiederholen. Nee, das hat keinen Sinn. Du kommst da kurz einmal in das Schussding rein und dann ist es. Das war's. Boah, lass mich kurz überlegen, ey. Was kann ich denn da gebrauchen? Vielleicht doch die große Version nochmal? Ah, ne. So. Okay, blau. So, gehen wir mal die ganze Sache mal an. Zack, so. Dann Yellow. Warme Leitstrahlen eignen sich ausgezeichnet für operative Eingriffe zur Verbesserung der Sehfähigkeit. Versuch es mal. Hört sich ein bisschen an wie das Glücksrad. Ah nein, da war's doch schon. Langsam. So. Der Aufzug hat offenbar eine Fehlfunktion. Ich haue kurz drauf und dann machen wir weiter. So. Das hat wohl nicht funktioniert. Ein Reparatur-Android wird sich darum kümmern. Irgendwann. Lehn dich einfach zurück und warte. Oder gib auf. Ich würde das verstehen. Hier drüben. Ich habe rein gar keine Zeit, um jetzt mehr ins Detail zu gehen, aber wenn du diese Schrauben entfernst, erledige ich den Rest. Ey, selbst die... Ey, das ist so geil mit den ganzen Original-Stimmen. Ich geholfen, aber sie glaubt, ich kümmere mich um die Subjekte. Jetzt ist die Sache die... Mir ist dabei vielleicht ein klitzekleiner, riesiger Fehler unterlaufen. Keine Panik. Aber wenn sie das herausfindet, wird sie euch wohl für immer für die Tests einspannen wollen und mich abschalten. Mein Vorschlag, wie wäre es, wenn wir es nicht so weit kommen lassen und zusammenarbeiten, um den unausweichlichen, schrecklichen Konsequenzen zu entgehen? Ja, dann mach doch mal jetzt. Los. Wie dem auch sei, lasst mich mal eben diese Schalttafel hacken. Ah, oh. Ich muss wohl eine Null vergessen haben. Und ich versuch's nochmal. Du kannst nicht zufällig Pi auswendig. Wie ging das? 3, irgendwas? Was? Ha! Ja! Nimm das, Schalttafel, voll in die Steckplätze. Du wurdest vom Allerbesten gehackt. Dem Besten im Hacken. Okay, hier entlang. Okay, mir nach und ich bringe uns hier raus. Hör zu. Sie glaubt, sie kennt diese Anlage ganz genau, aber sie weiß nicht, dass es hier einen Tunnel gibt, der direkt nach oben... Sie weiß doch von dem Geheimtunnel. Ja, hat ihn auch noch versiegelt. Clever. Hm.
Ja, die Sache ist die, dass dieses Rohr offen ist, war ein großer Teil meines Fluchtplans. Hat jemand einen Plan B? Vielleicht könnte sich jemand überlegen. Vielleicht brauchen wir ihn. Ich bin schon dabei. Können wir nochmal von vorne anfangen? Okay, tut so, als hätten wir uns nie getroffen und ich gehe woanders den Helden spielen. Wheatley, der Heldenhafte, werden sie mich nennen. Oh, jetzt habe ich meinen Namen verraten. Hab's schon vermasselt. Okay, wir kennen uns nicht. Und zwar ab jetzt. Hey, wir haben es geschafft. Wenn ich richtig gerechnet habe, sollte dieses Rohr direkt aus der Anlage und in die Sicherheit führen. Viel Glück. Genau davon habe ich so gesprochen. Da bist du ja. Ich wollte schon einen Suchtrupp losschicken vor lauter Sorge. Machen wir weiter. Im Namen der Wissenschaft. Im Namen der Wissenschaft. Ja. Aber ich habe mir das angesehen und dieses Rohr führt vielleicht zurück zur Testkammer. Machen wir erstmal das Suchen. Steht sogar drauf. Da steht so Testkammer 9. Ehrlich gesagt wundert mich, dass ich das nicht gleich gesehen habe. Jedenfalls führt das Rohr zur Testkammer. Damit wäre die Nummer mit dem heldenhaften Fremden schon wieder gelaufen. Viel Erfolg, bloß nicht. Warum hört man den denn so leise, Mensch? Das mag ich am allerliebsten. Tödliches Neurotoxin. Vorsicht, du solltest lieber nicht zu viel davon einatmen. Ah, hier. So. Okay, haben wir das. Was kommt da raus? Was kommt diesmal raus? Naja, die könnte ich gerne mal gegenseitig abballern. Was war denn das? Das wollte alles eliminieren und Feuer und Explosionen gab es auch. Eine bewundernswerte Einstellung. Ja, das glaube ich mir. Das glaube ich mir, dass dir das gefällt. So. Wir haben sich auch die richtigen entsprechenden Geschützetürme gefunden. Ist anscheinend auch keine Seltenheit. So, okay. Dann würde ich mal sagen, das nächste ist, nehmen wir das hier. Ist auch recht easy. Too klein, Alter. Er ist so klein. Jetzt geht's aber. Jetzt muss ich den alten Typen wieder rausholen, extra. Jetzt zu klein. Okay, so als nächstes nehmen wir mal die Elemente. So. Und als erstes natürlich Water, um das Feuer hier zu löschen, kurz mal eben. Welch kuriose Anordnung. Hä? Gehst du mal aus? Ja, denk schon. Ich sollte wohl sicher gehen, dass dem keine bösen Zauber eingewebt wurden. Nein, scheint sicher. Ich kann vorbei und dieses Ding hier weiterreichen. Yeah. Wow. Alter, dicke Steine hier am Start. Da oben auch, seht ihr's? Okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch die Farben. Jetzt fehlen nur noch die Farben. Die Farben sind hier. So, let's check this out. So. Um Orange zu bekommen. Achso, ja, das muss ja immer ein anderer machen. Ich vergesse es immer wieder. So. Lila? Ist es lila oder soll es blau sein? Ich denke mal, das soll lila sein. Und lila müsste ja eigentlich sein, wenn ich jetzt nochmal...
Nee, eigentlich nicht. Shit. So. So. Gold, Gelb nicht reinkriegen. Ist ja klar. Blau plus Rot ergibt Lila. Exakt. Klamente. Ein Zauberer kommt nie zu spät oder zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es für richtig hält. Ach, das war erst die erste Seite. Da fehlen ja noch mehrere Sachen. Oh, shit. Na gut. Okay. Dann wissen wir ja, was es beim nächsten Mal gibt, Leute. Das war's dann hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, der Portal-Abschnitt geht echt ein bisschen länger, was mich sehr freut, weil es echt Bock macht. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn es der Fall ist, lasst auf jeden Fall ein Like dann zur Unterstützung des Projektes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.